Hallo, heute stelle ich euch mein Lieblingstier, den Wolf, vor. Er ist ein Raubtier, von dem heute alle Hunderassen abstammen, zum Beispiel der Schäferhund. Er ist so groß wie ein Schäferhund. Ein Wolf kann ungefähr 16 Jahre werden. Die Wölfe leben im Rudel. Im Rudel gibt es einen Anführer. Er ist der stärkste Wolf. Ihn nennt man auch Alpha-Tier. Er hat viele Vorteile. Eins ist, dass er als erstes fressen darf. Ein Feind von dem Wolf ist der Bär, der Adler, die Eule und der Mensch. Die Wölfe jagen im Grasländer, Wälder, Elche, Wildschweine, Reh und Kleintiere wie Hasen. Viele Menschen haben Angst vor dem Wolf und töten ihn. In vielen Geschichten kommt der Wolf vor, zum Beispiel Rotkäppchen. Dort ist der Wolf auch der Böse. Eigentlich haben Wölfe vor uns Angst. Das Grund, warum ich den Wolf ausgesucht habe, ist, dass sie im Rudel leben und aufeinander passen. Sie fangen an zu heulen, wenn ein Feind kommt. Das hört sich so an. Das bedeutet bereit sein und aufpassen. Zum Schluss wollte ich euch noch sagen, dass Wölfe sehr spielerisch sind. Vor allem die Welpen. Sie spielen gern mit Ästen und Knochen. Ja, hallo Bartok. Kannst du mir mal ein paar Fragen stellen jetzt? Nenn mir vier Feinde von dem Wolf. Also Bär. Stimmt's? Ja. Adler. Ja. Mensch. Ja. Was noch? Was an? So? Eule. Eule, stimmt. Nenne mir alle Nahrungen von dem Wolf. Hase? Ja. Schaf? Oder nicht? Aber. Dann sag's mir. Schaf. Hase, Rehe, Elche, Wildschweine. Ah, okay, aber normaler Wolf ist doch kein Schwein. Ein grauer Wolf ist doch kein Schwein. Wildschwein. Nein, ein grauer Wolf ist kein Wildschwein. Dann weiter. Wie viele Jahre kann der Wolf werden? 16? Ja. Gut. Falsch. Ein guter Zuhörer. Weiter. Das waren drei Fragen. Hast du noch Fragen? Ja. Wie heißt der Anführer? Das habe ich gewusst, ja. Alpha. Ja. Ja, weil ich bin ein Alpha. Ja, gestern. Wie die? Sorry? Ja. Was? Dings. Haben Wölfe vor uns Angst? Die Wölfe haben Angst vor den Menschen, genau. Aber die Menschen haben auch Angst vor ihm. Und töten. Genau, das ist falsch. Normalerweise dürfte man die nicht töten. Und noch eine Frage. Warum habe ich den Wolf ausgesucht? Weil es dein Lieblingstier ist, oder? Warum? Weil du ein Türke bist. Vielleicht ist jemand Englisch und nimmt Wolf. Stimmt auch, ja. Aber für den Türken ist das ein bisschen was anderes, oder? Warum? Keine Ahnung. Okay, dazu kommen wir später noch. Okay, jetzt nimm ihn. Warum ich denke, das Grund, warum ich den Wolf ausgesucht habe? Warum sagst du es mir? Weil sie im Rudel eben aufeinander passen. Ah, sie passen, genau. Deswegen ist es auch der Lieblingstier von den Türken. Von jedem Türken. Nein. Weil die Türken alle so sind. Passen sie auch gegenseitig auf. Oder nicht? Das war's. Hast du keine Frage mehr? Doch. Wie lang ist der Bär? Ich meine, der Wolf. Der ist länger als ein Hund. Das weiß jeder. Okay. 90 bis 140 Zentimeter lang. Willst du noch was sagen? Und willst du noch was sagen? Ja. Abonniere nicht vergessen. Und? Daumen hoch. Daumen hoch.